Hallo, hallo, ich bin Arif Iqbal und Sie sehen gerade Double. Schon, aber wer bist du? Gut, es hat geklappt. Ich heiße Song Soo-mi, aber nenn mich einfach Songbird. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Situation, dein kleines Problem. Und ich kann dein Leben retten. Na gut, Songbird. Ich bin ganz Ohr. Freut mich zu hören. Du hast bestimmt Fragen, die ich dir gerne in Kürze beantworte. Aber zuerst musst du Night Citys eitrigen Blinddarm aufsuchen. Also Dogtown. Dogtown. Extraterritorialer Teil von Pacifica. Beherrscht von einem internationalen Waffenhändler namens Kurt Hansen. Die Konzerne halten Abstand. Habe ich was vergessen? Nein, ziemlich gut zusammengefasst. Also, zusammengefasst. Du kennst mich, ich dich nicht. Aber ich soll für dich in Night Citys beschissensten Bezirk gehen? Ganz ehrlich, das klingt nicht gerade verlockend. Ich schwöre, ich erkläre dir alles und beweise, dass ich dir helfen kann. Aber jetzt hör zu, wie. Dogtowns Haupteingang. Geh dorthin, so schnell du kannst. Ich kontaktiere dich dann. Ganz schön aufwendige Falle. Oder ein Rettungsring. Was hast du hinten drin? Das Übliche. Implantate. Zetatec. Hey! Fuck!
wie, alles wird gut. Atme durch, zähl bis 10, sprich ein Mantra, was immer dir dabei hilft, dich zu beruhigen. Dein Nervensystem hat mächtig was abbekommen. Herzrasen, Schweißausbrüche, wird gleich besser. Ich helfe dir. Sicher. Ich weiß von der tickenden Zeitbombe in deinem Kopf. Wenn ich sie entschärfen könnte, würde ich es tun. Gleich geht's dir besser. Keine Sorge. Lee, die Sache stinkt. Ich glaube, sie macht was mit dem Relic. Wie zum... Stimmt, Johnny. Aber keine Angst. Euch passiert nichts. Ey, fick dich! Wenn wir beide auf dem Videochip-Protokoll aktiv sind, kann das bei dir Schocks auslösen. Ich muss dich abstimmen. Was zum zu deinem Sicherheit. Ich musste ihn stumm schalten. Er hört dich weiterhin, kann nur nicht mit dir reden. Langsam wird die Sache klarer. Du bist Netrunner, oder? Und zwar eine richtig gute. Richtig geraten. Hab mich übers kognitive Protokoll des Relics reingelassen. Ich sehe und höre dasselbe wie du. Im Moment bin ich an Bord von Space Force One und sitze Rosalind Myers gegenüber, der Präsidentin der neuen Vereinigten Staaten von Amerika. Die Präsidentin? Scheiße, das ist kein Witz. Nein, das ist todernst. Das Flugzeug wurde gehackt und fliegt direkt auf Night City zu. Bald landen wir in Dogtown. Unser Funk ist gestört, blockiert. Ich hatte keine andere Option als den Relic. Im Moment bist du unsere einzige Kontaktperson am Boden. Du bist doch Netrunner. Kannst du nichts gegen den Hack machen? Doch. Ich bräuchte nur 24 Stunden, die richtige Ausrüstung und literweise Kaffee. Leider habe ich gerade nichts davon. Du willst mir echt weismachen, dass Präsidentin Rosalind Myers bei dir ist? Sitzt mir direkt gegenüber. Sie weiß schon Bescheid. Wartet nur auf dein Okay. Wir haben nur dich, Lee. Scheiße, Mann. Und ich bin echt die Einzige? Meine letzte und einzige Hoffnung. Das Leben der Präsidentin und ihre Sicherheit haben höchste Priorität. Sie wird den Aufprall überleben. Aber Dogtown, du musst sie aus dem Flugzeug holen, bevor dir jemand zuvorkommt. Nichts ist gratis, Songbird. Was kriege ich dafür? Ich habe dir gezeigt, was ich kann. Das war lange nicht alles. Ich kann dich heilen. Ein für alle Mal. Warum soll ich dir trauen? Hatte eben wegen dir einen Anfall. Eine Nebenwirkung. Tut mir leid. Aber die gute Nachricht. Ich mach's wieder gut. Hier, nimm das als Vorschuss. Dein Relic ist voller beschädigter Daten. Ich beseitige sie und schaffe Platz für Zeug, das du gebrauchen kannst. Zum Beispiel? Nova Militech Kampfsoftware. Die liegt sonst eh nur ungenutzt rum.
Fingerspitzen kribbeln. Fühlt sich gut an. Oh, das kann mehr als kribbelnde Finger, glaub mir. Bisher hast du die Basisversion der Software. Aber die kann was. Sie lernt und wächst mit dir. Und verbessert sich, wenn du sie mit Daten fütterst. Kampfanalysen, legendäre Aufträge, Missionen, bei denen sich das NCPD einmachen würde. Sieh dich in Doktron um. Da muss ich erstmal hin. Der Haupteingang ist keine Option. Ohne Pass kommst du da nicht rein und mir fehlt die Zeit, einen zu fälschen. Du schleichst dich schön heimlich von hinten rein. Dich darf niemand sehen oder scannen. Denke schon. Nach dir. Ich bin bei dir und helfe so gut ich kann. Das Parkhaus. Da. Hinterm Zaun. Das haben früher Schmuggler benutzt. Jetzt bist du dran. Schleich dich rein. Lenk so gut die Wachen ab. Denk dir was aus. Okay, geh rein. Such nach einem Netzzugangspunkt. Verlink dich damit, dann kann ich dir helfen. Du musst eine Ebene runter. Sieh dich nach einem Weg um. Such jetzt nach einem Wartungsraum. Da drin findest du bestimmt eine Stromquelle. Ist ein Zugangspunkt, aber kein Saft. Ah, den brauchst du aber. Sonst kann ich dir auch nicht helfen. Genau das wollten wir. Okay, hat geklappt. Perfekt. Steige jetzt ins System ein. Uralt. Keine protoalten Protokolle. Beschädigte Daten. Moment, ich muss einen unserer Satelliten pingen. Mal gucken, welches aktive Doctown-Netzwerk mit dieser Infrastruktur verbunden ist. Eine kleine Hintertür. Und weiter geht's. Los auf die Plattform. Ich führe dich von hier aus zum Parkhaus. Moment. Zuerst hast du den Rally gehackt, dann Johnny stumm geschaltet. Jetzt erwächst du einen Schrotthaufen zum Leben? Ziemlich krass.
Wer hat dir das beigebracht? Ich bin eine NUSA-Informationsanalytikerin. Ich wurde von Experten ausgebildet. Die wollten mich haben, weil ich mir mit 13 ein altes Deckland Ripper an der Ecke gekauft habe und seitdem ständig im Netz bin. Und da wurde man auf mich aufmerksam. Die Geschichte fühlt sich unvollständig an. Als wäre sie komplizierter. Vielleicht. Ich entschuldige mich schon mal für die Frage, aber immer in Compecky Plaza? Wieso? Das war reiner Ehrgeiz. Manchmal steckst du in der Alltagsscheiße fest, willst was Besonderes machen. Jemand werden, an den man sich erinnert. Wollte wohl zu hoch hinaus. Ja, das Gefühl kenne ich. Aber Ehrgeiz und Selbstbewusstsein sind nicht immer schlecht. Nein, aber sie kosten einen viel. Vielleicht. Schon. Warte mal ganz kurz. Übrigens, muss echt nervig sein mit so einem abgehalfterten Rockerboy im Kopf. Klingt anstrengend. Wohl kein Silverhand-Fan. Bitte. Samurai war schon beim zweiten Album mies. Präsidentin Myers wünscht dir viel Glück. Oh, fuck! Hatte, habe ich nach solchen Augen gesucht. Den Strom angezapft, mich verlinkt, mich sozusagen ins Netz gestohlen. Ich habe die gefährlichsten Aufträge gemacht und dabei viel gelernt, auch wenn es weh tat. Aber ein paar Mal sind mir richtig große Dinger gelungen. Irgendwas, wovon ich in CBS-Feeds gelesen habe? Biotechnica, 3 oder 64. Fermentierungsanlage in Oregon, ganz inoffiziell. Sagt dir das was? Im Ernst, Biotechnica? Da wäre sogar Bartmoss neidisch. Dieser paranoide Clown? Bitte. Ich hoffe doch sehr, dass ich nicht in einem Kühlschrank sonst wo ende. Ich weiß sogar wo. Eine Müllhalde in den Badlands.
Ich erledige den Rest. Gleich bist du in Dogtown. Mach einen Bogen um Hansons Schläger. Apropos Kurt Hanson, was weißt du sonst noch über ihn? Hanson war Offizier. Militech. Am Ende des Vereinigungskriegs sollte seine Einheit Night City einnehmen. Seine Leute eroberten diesen südlichsten Zipfel und blieben einfach hier. Haben den Abzugsbefehl verweigert, die Waffen eingesteckt und Dogtown gegründet. Sie haben einen Krieg gegen den nächsten eingetauscht. Ob heiß oder kalt, Krieg bringt eben die meiste Kohle. Treppe hoch durchs Lager. Das sollte zum Markt führen. Zähl mal, bin mit allen davon verbunden. Feedback-Schleife, sicherer Link und all das. Du bist mit allen verbunden? Hast du keinen Schiss von einer Überladung? Ich? Schiss? Naja, vielleicht ein bisschen. Aber egal, das Zeug soll ja nicht kalt werden, nicht wahr? Zieh dir das Zeug ein. Rostovic, dem mit zwei Satara, hat angeblich diesem Brick-Typen gehört. Woher hast du das Teil? Ein guter Händler verrät seine Quellen nicht. Aber bei mir gibt's alles, was du dir wünschst. Lass deine tödlichen Träume wahr werden. Wen zur Hölle kümmert's? Krasse Mods-Schuhe. Außer bei einem Maelstromer habe ich sowas noch nie gesehen. Du meinst das hier? Das ist doch gar nichts. Zieh dir das mal rein. Oder das hier. Ja, hast du eine Art Unfall gehabt? Gibt viele Theorien dazu. Cyberpsychose, Unfall in der Kindheit, eine eingestürzte Mine. Such dir was aus. Und welche Story stimmt? Die, die mir die meiste Kohle bringt. Apropos, was kann ich für dich tun? Holt ihn euch, bevor es zu spät ist. Hier spricht Carl Hansen. Wenn du das hier hörst, bist du am richtigen Ort. NCPD, Denkmühle,
Nichts in Dogtown. Steuern? Wer braucht schon Steuern? In Dogtown sorge ich für die Sicherheit deiner Geschäfte. Solange du dich an meine Regeln hältst. Klingt fair? Finde ich auch. Henker, soll ich 30 Eddies kriegen? Frechheit! Nein, nein, warte! Es ist nicht so, wie es aussieht! Vergiss nicht, wer du bist. Ja? Wobei, egal. Lässt du mich gehen? Oh,